Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir zusammen mit dem Hauptmann, mehr oder weniger mit dem Hauptmann zusammen, Shan Yu indirekt bekämpft. Der liebe Shan Yu hat eine Menge herzlose Einheiten hinter sich. Oder waren wir hier? War das auch in der letzten Folge? Gott, ich habe momentan ein unglaubliches Zeitgefühl-Problem. Ja, ich glaube, das war in der letzten Folge. Wir waren in der Höhle, weil wir Shan Yu dort gesehen haben, wurden quasi aber von ihm in die Falle gelockt. Währenddessen wir nämlich in der Höhle waren, hat er diese Stadt hier ausgerottet. Und als Gegenreaktion wollten wir ihn auf dem Berg quasi das Handwerk legen. Doch leider hat das Ganze nicht so gut funktioniert. Also wir haben ihn schon kurz ausgeschaltet, nur ganz, ganz kurz. Und sind dann währenddessen aufgeflogen, weil sich Mushu leider etwas verquasselt hat. Okay, Zelt kann ich mir kaufen. Kann ich mir denn jetzt hier so ein Drive-Dingster-Bumster schmieden? Ja, Driver. Das Spiel, kann ich mir das Spiel schmieden? Lol. Lädt 3 Punkte auf. Okay, okay, okay. Kann ich es denn jetzt auch normal kaufen? Nö. Okay, aber wenigstens habe ich es einmal, ja? Immerhin. Ja, Mushu hat sich verquasselt, weshalb herausgekommen ist, dass Ping nicht wirklich Ping ist, sondern Mulan. Und dementsprechend wurden wir von der hauptmanierösen Einheit verlassen. Also wir wurden entlassen und haben aber mitbekommen, dass der Shan Yu jetzt den Kaiser angreifen möchte, und das wollen wir natürlich verhindern, weshalb wir da jetzt nochmal runterlaufen. Ja, der Shan Yu hat eine, wie bereits erwähnt, eine krasse Herzlosen-Armee hinter sich. Wo man sich jetzt so fragen könnte, ja, warum ist das so? Also, ich kann euch versichern, dass das nichts mit Malefiz zu tun hat. Dieser Bösewicht-Pakt existiert quasi gar nicht mehr. Der ist nur von Herzlosen umzingelt, weil er eben halt böse ist, ne? So ähnlich wie das dem Captain Hook passiert ist, den KH358-2D. Die Herzlosen haben einfach seinen mega Hass gespürt, seine mega Dunkelheit, und dementsprechend kann er sie jetzt kontrollieren. Beziehungsweise kontrollieren sie ihn, man weiß es ja nicht so genau. Wie einst Malefiz schon sagte, man soll sich ja nicht zu sehr der Dunkelheit hingeben. Lass mich mal Drive einsetzen. Nee, Moment! Ach shit, das war jetzt Limit. Egal, da können wir ja trotzdem machen. Da sehen wir mal die Limit-Attacke mit der lieben Mulan. For China. Oh, das war's auch schon, ja. Hat ja auch gereicht, um alle auszurotten. Sehr, sehr gut. Kostet natürlich meine komplette MP-Anzeige. Da muss man dann halt schauen, ne, was ist mir jetzt wichtiger. Will ich ja meine MP-Leiste aufbehalten für Heilung und Zauber, oder will ich mit einer Superattacke alle ausrotten, in der Hoffnung, dass dann wirklich alle tot sind, dass ich meine MP quasi nicht in nächster Zeit brauche. Oder man macht es natürlich so wie ich und setzt hinterher die Dry-Form ein, damit die MP-Leiste wieder voll ist. Ja, ich weiß, wo es lang geht. So kompliziert ist die Karte nicht. Zack. Krass, dass wir sie eingeholt haben, ha? Chang! Shan Yu is alive. He's headed this way. And why should I believe you this time? But she's telling you the truth. The palace!
Do not let the enemy get anywhere near the Emperor! That's an order! Captain, we'll secure the courtyard, and you can save the Emperor. That's an order! Oh shit, hat er sich gerade von der Ente herumkommandieren lassen? Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, wenn ich ehrlich sein muss, kommt dieser Epos meiner Meinung nach nicht wirklich komplett rüber. Also dieses Gebrabbel von wegen, ich habe eine Einheit und Männer, mach dies, Männer, mach das, das ist ein Befehl. Also, ich weiß nicht, es wirkt alles so leer hier, ne? Guckt euch mal den Platz hier auch an. Ich weiß nicht. Ist mir damals auch schon aufgefallen, aber mir fällt das jetzt irgendwie noch mehr auf. Das Limit wollte ich jetzt eigentlich auch gar nicht wieder einsetzen. Das ist halt so, dass wenn das Limit verfügbar ist, steht da halt die Dreiecktaste. Und ich spam natürlich immer automatisch die Dreiecktaste, weil ich mir so denke, oh, ein Situationskommando, shit. Dabei war es das Limit, aber das kann man auch ausstellen. Der Kaiser ist eine Gefahr. Ja, der Kaiser von China, Mann. Dann verlieren wir keine Zeit. Kennt ihr das noch? Wenn euch jemand was Dummes gesagt hat oder so und man geantwortet hat, ja, bin ich denn der Kaiser von China oder ich bin der Kaiser von China? Ja, jetzt geht es tatsächlich um den echten Kaiser, also nicht irgendwie um euch oder um mich, die immer behauptet haben, sie wären der Kaiser von China. Nein, es geht um den echten. Lass mich das jetzt mal hier ausmachen. Feuer. Nee, Moment, Moment, Moment. Ich glaube, das steht unter meinen Fähigkeiten. Nee. Ah, wo konnte man das denn einstellen? Ah, wobei, es ist ja auch egal. Es ist ja nur Mulan, ne? Die geht ja sowieso bald wieder. Aber ja, das kann mir halt später bei Donut und Goofy auch passieren. Da habe ich nicht so wirklich Bock drauf. Now you bow to me. Oh shit, wir kämpfen wirklich gegen den. Ich dachte, der ruft jetzt wieder irgendeinen dämlichen Herzlosen an. Hm, okay, kann ich den jetzt hier nehmen? Na klar, meinen Drive-Phone kann ich nicht ansetzen, weil ich ja keine Anzeige voll habe. Der frisst aber ordentlich Schaden hier, ne? Krass, krass, krass. Okay. Aua, aua, aua. Dafür teilt er aber natürlich auch aus. Wie wär's mit Eis? Ah, geht, 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 geht. Ich meine, dafür kann ich es auch oft einsetzen, ne? Der Schaden, der macht schon Sinn, aber er befriedigt mich nicht wirklich. Wahrscheinlich bin ich zu sehr von Roxas verwöhnt. Wo ich mit meinem Feuerlevel 5 alles penetriert habe, was existiert hat. Wie wär's mit deiner Portion? Dankeschön. Brauche ich jetzt eigentlich hier noch diese Punkte? Es geht ja eigentlich darum, das Tor zu bewachen, oder? Shit, da hätte ich ja vielleicht auch das Limit einsetzen sollen. Wobei, war der hier? Eta, damit es ein bisschen schneller geht. Oh, oh, was haben wir hier? Okay, Dreieck, Dreieck, Dreieck. Sollte ihn vielleicht nicht unbedingt in diese Richtung schieben. Hätte andersrum stehen sollen, aber okay, oh shit. Oh, Schüssel auf meine Nüsse. Na gut, Hai-Portion hatte ich anscheinend auch noch. Was ist das? Du dämlicher Vogel. Bringt es was, wenn ich dich penetriere? Kannst du irgendwas? Gibst du ihm spezielle Fähigkeiten? Ja, du gibst mir Punkte. Okay. Ist der Torbalken wieder voll? Oh. Okay, lass uns das mal machen. Vielleicht reicht das ja. Ich kann hier zwei Tasten drücken. Einmal mit Sora angreifen und einmal mit Mulan. Das geht, oder? Ja, hat ein bisschen gefressen. Damit kann ich leben.
Oh, 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 oh. Oh, Leute. Der Kingdom Hearts Effekt. Ich reg mich schon gar nicht mehr drüber auf. Ah! Ah, wobei! Das ist, ey, das ist gar nicht mal so schlecht, dass das jetzt passiert. Ich wollte das eigentlich an einem anderen Boss zeigen. Aber ich kann es jetzt auch natürlich hier machen. Es gibt spezielle Bosse, die dafür sorgen, dass man mit Mickey spielen kann, wenn man bei denen verliert. Wie jetzt beispielsweise. Normalerweise steht ja da weiterspielen oder spielladen, ne? Aber hier, das ist so ein Boss, da kann man jetzt tatsächlich sagen, ja, das ist das Ende oder ich gebe nicht auf. Und wenn wir ich gebe nicht auf antippen, passiert Folgendes. Da kommt Super Duper Mickey Maus und mit ihm zusammen können wir dann ihn töten, Fragezeichen. Ne, wir können ihn nicht wirklich töten, sondern in erster Linie ist Mickey dafür da, um Sora wiederzubeleben. Man sieht es ja. Hier, der hat ja auch so seine Drive-Anzeige. Ach ja, genau. Ich kann das auch so machen. Was passiert eigentlich, wenn ich... Nee, wenn ich mit Mickey sterbe, dann... Ja, was passiert dann? Je nachdem, glaube ich, kriegt dann Sora nur einen minimalen Teil wieder an Leben, ne? Wir werden es ja gleich sehen. Oder auch nicht. Warte, ich versuche mal aufzuladen. Ah, Moment, nee, ich muss spammen, okay. Ja, es funktioniert nicht, wenn du mich angreifst. Das ist so dumm. Er hat gar kein Leben mehr, aber ich kann ihn trotzdem nicht töten. Komm schon. Reicht das? Ich weiß nicht. Nee, muss schon auf 3 sein, hä? Das ist so dumm. Mickey getötet von einem Statisten. Das wäre es jetzt. Also er ist ja kein wirklicher Statist, aber er ist schon ziemlich unbedeutend. Okay, jetzt kann ich ihn wiederbeleben. Tada! Wie gesagt, das funktioniert natürlich nicht bei jedem, sondern nur bei, ich glaube, 2, 3 Bossen. Ich wollte das eigentlich im Schloss des Biestes demonstrieren, aber gut, haben wir es mal hier gemacht. Da hat mir das Spiel den Arsch gerettet. Und natürlich kommentiert das keiner, dass Mickey Mouse sich gerettet hat, ne? Das ist ja im Grunde gar nicht passiert. Now that's what I call burning some honey bun. Oh yeah, Mulan's the best. Mulan's the best. Now wait a minute, I'm the best. Mushu's the best. Mushu's the best. I've heard a great deal about you, Fabulan. You stole your father's armor, ran away from home. Impersonated an imperial soldier. You deceived your commanding officer, shamed the entire Chinese army, and dishonored your family name. We get the picture. You're a young woman, and in the end, you have saved us all. Das nenne ich mal einen Epos. So hätte das von Anfang an sein müssen. Aber ja, das hält natürlich die PS2 nicht aus, ja? Wow. Yeah. Your Excellency. Captain Lee. Take this. So the world will know what it is you have done for China. Thank you. Mulan. Yes? Sora. Sir. Donald. Goofy. Yes, sir. Thank you. Thank you? Is that all there is to say, Captain?
If you wish to win the heart of Fa Mulan, China's bravest woman, you'll have to be a bit more eloquent than that. Yeah. Can I get an autograph? Thanks for everything, Sora. Now they gotta let me go back to being a guardian. They gotta! But Mushu, I thought you already were a family guardian. But, oh, no, don't even worry about that. That's just real technical, just for us guardians. You tricked us! No. See, I just didn't want to bog y'all down with all the guardian needs. See, it's very complex, a lot of fine print, you wouldn't understand. Huh? Guess it's about time to be moving on. You shall be missed. Is it okay if we come back to visit? Of course. We will look forward to your return. You two play nice. Whoa, watch it, soldier. Goodbye, Sora, Donald, yeah. Goofy. Yeah. Lustig, wie er jetzt auf einmal der Vollidiot war, ne, der Hauptmann. Ja, was ist die Moral der Geschichte? Man kann quasi 100-mal Scheiße bauen, wenn man in einer bestimmten Situation dann das Richtige tut, Fragezeichen. Finde ich nicht gut, aber okay. Ich finde es auch so lustig, wie Sora und Co. quasi immer darauf warten, dass das passiert, ne? Dass sie quasi sich so denken, okay, wir spielen jetzt hier in der Welt so ein bisschen rum, laufen so ein bisschen rum, bis irgendwann dieses spezielle Objekt leuchtet. Dann machen wir unsere Schlüsselschwert-Moves und können weiterlaufen, ne? Da frage ich mich schon so, ob die das nicht vielleicht alles gar nicht so ernst nehmen. Ja doch, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich bin ich derjenige, der es nicht so ernst nimmt, ne? Aber so die Vorstellung ist ganz lustig. Dass sie so mit den Welten umgehen. Weil ich meine, sie hätten ja jetzt noch länger da bleiben können, ne? Aber naja, ja, ein neues Schlüsselschwert. Wie kann ich denn jetzt dahin? Wie kann ich denn... Nein. Start. Gym... Ja, ich will doch nicht Tagebuch-Action machen. Ich will doch ins Menü gehen. Das muss doch auch irgendwie... Touchpad. Start. Nee, es geht nicht. Okay. Meiner Meinung nach konnte ich hier auch in der PS2-Version ins Menü gehen. Aber okay. Ja, dann lass uns doch tatsächlich mal nach Rodo Bastion gehen und das einfach da machen. Gehen wir mal kurz zurück, ne? Ich würde jetzt gerne nämlich eine kleine Pause machen. Hab jetzt nicht so wirklich Bock auf mehr Gummijet-Action. Tornado, löst einen mächtigen Sprungangriff aus. Okay, bla bla bla. Ja, dann lass uns das mal machen. Zack. Ja, kann ich auch mit Dreieck machen. So ist natürlich einfacher. Goofy Turbo. Ja, hier, viel Spaß. Hat Donut noch was gelernt? Nee. Ja, doch, klar. Donut kann Blitz, was ich wiederum nicht kann. Wieder, klar, wieder kann er auch. Aber wahrscheinlich konnte er das schon die ganze Zeit. Ja, klar konnte er das die ganze Zeit. Gott, ich habe so eine Alzheimer in diesem Spiel. Ich weiß aber nicht, warum. Klar konnte der schon von Anfang an Vita. Dann wäre das natürlich ein Grund gewesen, ihn immer in der Party zu haben, ne? Aber, ja, mir ging es um die drei Drive-Formen. Aber die konnte ich ja letzten Endes auch nicht immer einsetzen. Naja, ziemlich dumm gelaufen. Aber man kann sich ja verbessern, ja? Portionen habe ich jetzt natürlich keine mehr. Königssänger, bla bla bla. 11? 12. Ja, nee, du, dann... Wobei, habe ich hier noch eine Zusatzfähigkeit?
Stellt proportional zu erlittenen Schaden die MP wieder her. Nee. Kein Magie-Schlüsselschwert, du. Das hier, das kann ich leider nicht umequipieren. Also ich kann mir jetzt nicht sagen, okay, ich mach das rein und mach das da rein, oder? Kann ich? Doch, klar, hier kann ich den Sternsucher reinmachen. Aber der Sternensucher ist schlechter als der Königshänger? Ne, genauso gut. Luftkombo. Ja gut, dann lass mich doch den drin behalten. Okay, ja. Lass uns dann mal nochmal schnell ein bisschen einkaufen gehen, sofern es irgendwas zu kaufen gibt. In erster Linie wahrscheinlich Portionen, könnte ich mir vorstellen. Das Schlüsselschwert kennen wir auch schon eine Weile. Ne? Das hatte Mickey, glaube ich, damals auch in Birth by Sleep benutzt. Zack. Okay, gab es hier Gegenstände? Ja, Portion 40. Ja, dann gib mir mal, wobei 200, das ist ziemlich krass. Lass mich erstmal schauen, ob ich noch was anderes kaufen kann. Ja, hier gucken sie rum. Wir können sie natürlich jetzt anreden, aber müssen wir auch nicht machen. Fähigkeitenring. Hier, oder? Nee, Moment, hier war ja die Ausrüstung und da die Waffen. Ja, okay, gut. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Als ob die so schnell neue Waffen hätten. Ja, dann kann ich mir ein paar Portionen gönnen. Bis ich dann irgendwann mal den verkackten Vita-Zauber gelernt habe. So, 5. Passt. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, was ist heute mit Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der nächsten Folge werden wir dann wieder mal ein wenig Gummijet-Action haben und eine Welt besuchen, die wir in einem anderen Spiel schon mal gesehen haben. Ihr könnt ja schon mal raten, welche das sein wird. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya. Ihr zwei? Hallo? Was habt ihr zwei Nasen hier zu suchen? Was machst du denn hier? Ihr kennt ihn? Na und ob? Carlo war schon immer ein Unruhestifter. Seine Majestät hat ihn vor langer Zeit in eine andere Dimension verbannt. Wie konnte er bloß entkommen? Dann sperr mal die Schlappohren auf! Also, Malefiz hat mich befreit. Jawohl, und jetzt schnapp ich mir eure Welt. Ach was, gleich alle Welten da draußen. Und dann werde ich herrschen. Denn Malefiz hilft mir dabei, sie zu erobern. Malefiz, hm? Was gibt's da zu lachen? Malefiz macht es so groß, dass... Die gibt's nicht mehr. Hä? Euren Bemühungen in der Vergangenheit ist es zu verdanken, dass die Herzlosen nicht zuhauf aus der tiefsten Dunkelheit treten. Daran besteht kein Zweifel. Doch die Herzlosen sind manifestierte Dunkelheit. Und Dunkelheit versteckt sich in jedem Herzen. Ihre Zahl hat abgenommen. Aber solange Dunkelheit auch nur ein einziges Herz trübt, fällt es schwer, sie zu eliminieren. Seht doch nur, wer hier ist. Sora, Donald und Goofy. Also, es gilt dir, ein neues Gewand auf den Leib zu zaubern. Überlass das ruhig mir. Mensch, könntet ihr euch endlich mal entscheiden? Naja. Na gut. Also, alle zusammen, meine Lieben. Schluss mit dem Gezänk. Hey, Leute! Wie ich sehe, seid ihr noch immer in Topform. Was hast du erwartet? Du siehst aber auch gut aus. Na, was hast du denn erwartet? Großartig. Sag, Yuffie, hast du den König und Rico gesehen? Nein. Aber ich habe irgendwie gespürt, dass wir uns wiedersehen. Darf ich vorstellen, das Hallo-Bestien-Wiederaufbau-Komitee?
Willkommen! Freunde, gut schaut ihr aus. Wusste ich's doch. Was denn? Vor kurzem haben wir uns wieder an euch erinnert. Alle zur gleichen Zeit. Ihr habt euch erinnert? Moment, heißt das, ihr hattet uns vergessen? Wieder bald! Wo habt ihr denn die ganze Zeit über gesteckt? Wir haben geschlafen. Da fehlen einem glatt die Worte. Ist doch egal. Ich freue mich jedenfalls, dass alle wieder beisammen sind. Wir möchten, dass Hollow Bastion wieder so wird, wie es früher war. Wer weiß, vielleicht sogar ein noch besserer Ort. Es gibt noch viel zu tun, aber wir werden mit allem fertig. Mit Ausnahme davon... Das Schlüsselschwert. Eine wahrlich großartige Waffe. Wäre sie doch nur in fähigeren Händen. Zeigt euch! Organisation 13. Schön, dann tragen wir es aus. Wie schade. Und ich dachte schon, wir könnten Freunde werden. Halt! Was soll das denn, Tja? Nicht so stürmisch. Du störst. Sag, findest du es etwa höflich, mir so etwas an den Kopf zu werfen? Aus dem Weg, hab ich gesagt. Starke Worte. Aber damit kannst du den Lauf der Dinge nicht beeinflussen. Dann räumen wir dich eben aus dem Weg. Schon besser. Das könntet ihr vielleicht, wenn ich irgendwer wäre. Aber das bin ich nicht. Ich bin von der Organisation und gewiss nicht irgendwer. Ha, an der Seitenlinie rumstehen und die niemanden für sich kämpfen lassen, aber den Starken markieren. Jetzt aber. So harte Urteile ohne Überblick fällt man besser nicht. Dann heul doch. Mitnichten. Ich erinnere dich daran, wie stark die Truppe ist, mit der du es hier zu tun hast, mein Lieber. Erinnern? So ist es recht. Er hat mich auch immer so angesehen. Du glaubst wohl, du könntest mich aus der Fassung bringen mit deinem wirren Geschwätz. Tja, wer weiß das schon? Sei ein braver Junge. Ich weiß, mein Ruf eilt mir voraus. Klein, aber oho. Und letzter ist in Großbuchstaben. Zischt ab, bevor ich meinen Drachenzorn entfache und euch alle mache. Hey, Mushu, hast du uns vergessen? Vergessen werde ich mich gleich. Haut ab, oder ihr seid... Ihr seid... Sora, Donald, Goofy. Du kennst sie? Ob ich sie kenne? Wir vier haben einem Haufen Schurken Feuer unter den Hintern gemacht. Du gibst dich als Junge aus, nicht wahr? Du bist ein Mädchen? Ihr habt das nicht gemerkt? Ich nicht. Hey, es könnte klappen. Ach was, die beiden Blitzmerker sind keine Feuerprobe. Was war das gerade? Wird Zeit, dass wir was zu futtern kriegen. Hey, nicht vordrängeln! Da warte du! Runter! Eine Lücke in der Schlange! Was es wohl heute zum Mittag gibt? Satz scheiße Ohren! Jetzt reicht's! Bitte aufhören! Bitte? Was für ein Mädchen? Sofort aufhören! Womit soll ich aufhören? Du hast mich geschlagen! Mit Vortragern! Ihr Wichte!
Wen nennst du hier ein Wicht, du Bodenstange? Ich bin ein waschechter Wächterdrache. Können wir uns jetzt wieder anstellen, ja? Auf wessen Seite stehst du? Ich hab grad Prügel bezogen. Willst du noch mehr? Soldaten, Disziplin in der Reihe. Ihr alle wusstet es, nicht wahr? Ihr wusstet, dass Ping eine verkleidete Frau ist. Oh. Ich kann nicht glauben, dass ihr mich getäuscht habt. Auf Hochverrat und Entehrung der Armee steht die Todesstrafe. Geht mir aus den Augen. Sofort. Ihr seid alle entlassen. Aber Hauptmann. Meine Schuld ist beglichen. Ich habe schon viel von dir gehört, Famulan. Du hast die Rüstung deines Vaters gestohlen und bist weggelaufen. Du hast dich als Soldat ausgegeben. Du hast deinen Hauptmann hintergangen, die chinesische Armee entehrt und Schande über deine Familie gebracht. Wir haben's ja kapiert.